Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Recon Online. Und oh Wunder, eine andere Karte nach geschlagenen 6 Folgen, glaube ich, die wir da in dem Certano LZ oder wie das heißt verbracht haben, sind wir wieder in unserem guten alten Bahnhof. Und wir sind als Aufklärer unterwegs, wieder immer noch. Und ich habe immer noch dieselben Waffen, weil ich im Moment gerade so richtig Bock hier auf das Spiel habe und im Moment gerade mehr aufnehme, als ich die Folgen veröffentlichen tun kann. Einmal, weil ich nicht so schnell hochladen kann, anderes, weil jeden Tag ja immer nur eine Folge kommt und ich auch immer nicht so schnell hochladen kann. Deshalb, sonst kämen vielleicht sogar jetzt mehr, aber die Folgen sind eh schon so lang. Da geht das, da klappt das gar nicht. Und und deshalb habe ich jetzt noch dieselben Waffen, weil ich wollte nicht einfach irgendeine kaufen, ohne dass ich mir das nochmal genau überlegt habe. Und ich habe ja nur diese 11.000 und die besten Waffen kosten auch gerade 11.000. Und wenn ich jetzt die falsche nehme, aber wahrscheinlich kann man da nicht viel falsch machen. Ich überlege gerade, ich gehe erstmal so los, ne? Ja, ich gehe erstmal so los und dann versuche ich erstmal den Punkt einzunehmen, weil hier kann man ja immer ganz gut snipern, wie wir gelernt haben, ne? Von den gegnerischen Gegnern, dass die hier oben immer ganz gerne sitzen und snipern. Ich glaube, jetzt kommt erst Folge 49 raus heute. Eigentlich wollte ich nach vorne gehen, scheiße. Der ist aber schon tot. Da sehe ich aber jetzt gerade keinen. Dann gehe ich doch mal ein Stückchen weiter noch. Ich gucke da unten. Da habe ich da irgendwas gesehen, oder? Habe ich da was gesehen? Ich glaube nicht. Wie sieht's denn gerade aus? Traut sich gar keiner dahin, oder was? Dann renne ich da einfach mal. Ich hoffe mal, dass das klappt. Jawohl, hat geklappt. Hier ist niemand. Da sitzt auch niemand. Sitzt denn hier jemand? Ich könnte mich eigentlich mal unsichtbar machen. Nee, da sitzt jemand. Weißt du was? Ich mache mich mal unsichtbar. Ah nee, F, nicht E. Ich mache mich mal unsichtbar und ich renne mal. Mal sehen, ob ich jemanden erwische. Hier hinten. Aber hier ist gar keiner. Oh, oh, scheiße. Jetzt wird es langsam knapp. So, den habe ich erwischt. Und der steht da auch so unbeteiligt. Was ist denn hier los eigentlich? Warum ist denn das? Wir sind aber noch voll, ne? Ja, der Gegner hat einen weniger. Aber es ist irgendwie keiner da, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich bin da eben komplett rumgelaufen und da ist keiner. Wo sind denn meine eigenen Leute? Wo sind die denn alle? Da ist einer. Da hinten ist einer, da hinten ist einer, da hinten ist einer. Und der eine, der hier vorne noch sitzt. Und da steht... Komisch. Hier kommt keiner angerannt, hier kommt keiner angestürzt, der dich irgendwie überrennt. Keiner mit einer... keiner mit einem Schild, keiner mit einer Granate, keiner... mit einem Blitz. Wenn du jetzt rauskommst, dann schieße ich dich. Du bist der... Oh! Wer war denn das? Ah, hinter dem Schild bestimmt, ne? Da hinter dem Schild, tatsächlich. Und da unten. Aber die sind aber sehr, sehr vorsichtig. Also super vorsichtig. Eigentlich zu vorsichtig, weil das ist ja zu easy. Guck mal, die haben gerade mal 400 Punkte, hat der Beste. Wir haben 200 und haben eigentlich noch gar nichts richtig gemacht. Komisch. Granate, der ist jetzt tot. Ja, aber wir haben jetzt schon C eingenommen. Ja, unsichtbar machen kann ich mich leider noch nicht. Gut, den haben wir. Nicht gewischt, aber zumindest ein bisschen. Kommst du nochmal rum? Oh, scheiße. Wo ist denn der gewesen? Ah, der hat sich unsichtbar gemacht. Super, oder? Ist ein Aufklärer, ne? Ja, der hat sich unsichtbar gemacht. Wenigstens mal so ein bisschen. Das ist ja heute gerade so ein bisschen... Wow, 700. Ist heute gerade nicht so viel los, habe ich das Gefühl. Aber wenigstens eine andere Karte. Da kann man sie jetzt nicht meckern. Mr. Hades, PL. Der hat alle so die... Ja... Irgendwie weiß ich nicht gerade. Jetzt nehmen sie C zurück ein, aber warum denn auf einmal? Weil wir alle zur D rauschen, ne? Also sehr merkwürdig. Aber die, meine Kumpanen hier, die hocken auch nur rum. Ich meine, hä? Ist überhaupt keiner zum Snipern da? Ich weiß gar nicht, was die sich hier... Der ist immer noch da. So, den habe ich jetzt ausgeschaltet. Der wollte sich unsichtbar machen, aber ich wusste ja, dass er da ist. Ich bin unsichtbar. Ich kann jetzt kein Oracle... So, der ist hier. Ja gut, dann nehmen wir den Punkt jetzt wieder zurück ein und sichern den erstmal. Ach so, durch den Arsch geschossen. Alles mal Schrot im Hintern. Ja, wir gehen gleich in den Zug, sobald wir den Punkt angenommen haben. Wir kriegen jetzt zwar keine Punkte dafür da mehr, aber wir haben wenigstens ein bisschen das hier gesichert, nochmal abgesichert.
So, das reicht. Und dann renne ich jetzt mal in den Zug. Und dann versuchen wir uns doch jetzt mal zu D durchzuschlagen. Das scheint jetzt nicht so schwer zu sein. Also wenn ich an andere Runden denke, da bist du noch nicht mal durch den Zug hier gekommen. Aber hier ist einfach niemand. Der steht da auch total unbeteiligt und macht nichts. Jetzt kommt einer an. Mach mich mal unsichtbar, weil ich jetzt nicht weiß, was es ist. Wenn nicht, habe ich es jetzt verpulvert. Sonst gehe ich jetzt einfach mal hier hin. So, schnapp mir den mal. So, gut. Und wir können wir hier auch einnehmen. Super, dann können wir gucken, wenn jetzt hier jemand hochkommt, können wir den zum Beispiel einfach erschießen. Das geht super einfach. Jetzt nimmt jemand bei C ein. Das dürfte aber nicht allzu schlimm sein, weil wir, glaube ich, bei D ganz gut vorankommen. Die sind aber heute nicht so auf der Höhe ihrer Spur, oder? Ah? So. Der hat mich jetzt abgeschossen, aber der andere kümmert sich auch darum, jetzt um den. Ja, gut. Er hat er wenigstens geschafft. Aber so richtig heute gerade mal so. Ich dachte, es geht hier richtig so mit Spannung weiter, ja. Dass wir irgendwie uns gar nicht mehr retten können, wie gut das jetzt wird. Wir als Aufklärer holen uns einer nach dem anderen mit unserem Unsichtbarkeitsdings da Bumster. Aber irgendwie, ja, der jetzt hier. Wo ist denn der? Ist der schon tot? Hat ihn jemand getötet? Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Oder hat er sich schon unsichtbar gemacht? Wir holen uns jetzt... Okay, wow, da haben wir aber... Gut, das war Teamwork, würde ich mal sagen. Wir haben ihn abgelenkt und der andere hat ihn abgeknallt. Gehen wir jetzt links oder rechts? Ja, den nehmen wir noch mit. So, so, schön. So, dem anderen helfen wir. Da ist doch super, da ist doch noch einer. Atal... irgendwas... So schnell kann ich nicht lesen. Wenn ich renne, kann ich nicht lesen. So, wir hocken uns hier hin. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir können uns jetzt nicht unsichtbar machen. Der eine war das, hat, der war gut. Der war clever. Der hat sich dann unsichtbar gemacht. Den haben wir dann nicht mehr gesehen. So, und ich gucke jetzt mal hier und da. Sonst gehe ich gleich wieder an diese alte Position. Die war ja ganz gut. Auch jetzt verlässt er mich. Oh nein, er verlässt mich. Und er ist auch gleich tot. Nein, fuck, ich muss nachladen und der andere konnte mich dadurch abschießen, weil er mein Knie gesehen hat. Ich glaube, das ist voll ins Knie gegangen. Ja, kann man hier sehen durch den roten Punkt, oder? Nee, im Kopf hat er mich geschossen, aber das Knie hat mich auch einer erwischt. Das ist nicht so nett. Voll den Kopfschuss, voll exekutiert. So, hallo? Respawn? Wunderbar. Aber irgendwie, warum hockt der da? Warum versteckt er sich da? Wir sind dabei, D einzunehmen. Wir müssen nicht mal C sichern, wir müssen nicht mal B sichern, weil B ist ja dann der Punkt, den er sichern müsste. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist, glaube ich, heute Samstag. Normalerweise haben doch viele Leute Zeit oder haben jetzt ausgerechnet die Zeit, die sonst immer nur so ganz, ganz selten mal spielen. Da, okay, das war doof. Das war doof. Das sehe ich ein, das war dämlich. Einfach so durch den Zug zu laufen. Ich wollte mich noch in Sicherheit begeben, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Jetzt ist er wenigstens weg. Ah, doof. Jetzt bin ich zu uns vorsichtig, weil ich denke, die anderen sind, die sind nicht so darauf irgendwie... Ja, wie sage ich denn das jetzt? Die sind nicht so, ne? Nicht so elastisch. Elastisch. mit Elan dabei, habe ich das Gefühl, und da wird man unvorsichtig. Wenn man denkt, dass der Gegner unvorsichtig ist, wird man selber auch unvorsichtig. Aber solange der noch lebt, kann mir nichts passieren. So, ich gehe mal hier hin. Ich gucke mal, ob von hinten keiner, weil der eine war ja ganz gut. Und dann machen wir uns mal unsichtbar. Ich glaube, jetzt bin ich zu früh losgelaufen, falls mich jemand erkannt hat. So, hier haben wir uns erstmal geschnappt. Assi, was für ein Assi. So, oh, scheiße. Sehen die mich nicht, oder was ist hier los? Ah, okay, jetzt hat der mich getötet. Alter, Mr. Hades PL, das ist Angreifermedaille. Als Angreifer müsste man, kriegt man das als Aufklärer auch, oder wie? Das ist hier, ich dachte, das wäre so mehr so Stoßtruppler auf, nee, was war? Angreifer, ne, nicht Aufklärer, Angreifermedaille. Ja, aber siehst du, es war irgendwie schon fast zu einfach. Wenn wir jetzt nicht so weit laufen müssten und laufen, dann wären wir schon viel früher wieder da. Was aus dieser Sinn ergibt, ne? Wenn man nicht so weit laufen muss, ist man früher da. Das ist sehr clever. Die Weisheit des Tages von mir. So, und wo gehen wir lang? Rechts rum. Fuck it!
Wo kommen die denn alle her? Die jetzt werden sie strukturierter, jetzt werden sie aufmüpfig. Da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir so uns jetzt schnappen. So, wollen sie doch Platz C einnehmen? Die sind doch nicht irgendwie ganz so schlecht dicht, wie ich es jetzt gerade mache, aber ich finde irgendwie, sonst ist man irgendwie noch so mehr, trifft man mehr Leute wie da jetzt eben. Da kamen auf einmal 3, 4 Leute raus. Jetzt hier die gehen alle links rum. Jetzt nehmen sie alle C ein, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt könnte man natürlich auch gucken, dass man sein Snipergewehr rausholt, weil man ja jetzt gucken muss, wo die genau sind. Wir nehmen gerade D ein. Ich versuche mich mal hier runter zu schleichen. Das aber nicht ganz so gut funktionieren tut, weil da einer ist. Boah, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Den konnte man in die Luft flimmern sehen. Das ist ja natürlich, man ist nicht komplett unsichtbar. Den habe ich noch erkannt. So, jetzt gehe ich erstmal hier weiter. So, schön im Kreis laufen und ausgetrickst. Dann schießen die nämlich immer im Kreis, so wie ich das immer mache. Aber das haben wir jetzt, ne? Schnell in den Zug rein, 13 Sekunden. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Scheiße, boah, den wollte ich noch eliminieren. Oh, 3 Eliminierungsserien haben wir trotzdem noch bekommen. Und noch eine Medaille, Alter, was ist denn heute los? Heute kriegen wir nur Medaillen. Das ist anscheinend heute bester Aufklärer, erster Sieg. Ach du meine Fresse, 12 Eliminierungen, nur 7 Tode. Aufklärer-Qualifikation. Ach, 4 beendet. Ach so, das ist bestimmt nur diese Medaillen, was ich mal erwähnt hatte, dass man, wenn man zum Beispiel einen Stoßruppler kriegt, am Anfang kriegt man noch mehr Medaillen, weil man zum Beispiel 20 Leute abschießen muss mit einem Sturmgewehr oder sowas. Und nachher muss man dann für noch eine Medaille 500 abschießen und das dauert natürlich dann mehr, als wenn man das jetzt am Anfang macht und wir den Aufklärer, den haben wir jetzt gerade zu Anfangs. Ist schon ein Ding. Jetzt machen wir das nochmal. Machen wir nochmal. Das wird interessant. Also wir haben ja eben gewonnen und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal, damit rechnen sie nicht, dass hier unten einer lang geht. So, den habe ich schon gesehen. Der macht sich unsichtbar. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja eigentlich... Nein! Habe ich das nur aktiviert? Zum Glück nicht. Boah. Alter, der hat sich unsichtbar gemacht und hat sich gleich dahingesetzt. Okay, aber wir haben schon mal gesehen, die sitzen alle rechts, ne? Da können wir eigentlich links rumgehen und dann können wir sie dann, hoffentlich von da aus schalten. Ich gehe durch den Zug. Weil im Zug dürfte jetzt niemand sein. Fuck it! Da war einer. Train, sagt der eine. Ja, genau. Den habe ich aber schon ausgeschaltet. Ach, nee, der hat, glaube ich, rausgeguckt und hat geguckt, ob wir vorbeikommen. Und den habe ich erstmal ganz kurz, schmutzi, schnutzi, lutzi, habe ich den ausgeschaltet. Schnell den ausschalten, bevor der... Oh, den habe ich aber auch nicht getroffen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die ganzen Typen sind. Ob der eine vom... auf dem Weg noch ist. Ich glaube, ich... Oh, scheiße. Boah, gut, ich war gerade ganz kurz davor, den LF-Knopf zu drücken, um mich unsichtbar zu machen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Denn jetzt haben wir das noch für die nächste Runde. Wir müssen nur erstmal nah genug rankommen und gucken, wo die Leute sind, bevor wir das machen und einsetzen. Wir könnten auch gleich mal Oracle machen, aber im Moment finde ich, das ist beides wichtig. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Unsichtbar machen und Oracle finde ich beides sehr, sehr wichtig. Also, dass man sich nur für eins entscheiden kann, das ist eigentlich gut, aber auch wieder schlecht, wenn... Also die anderen müssten sich mehr dafür entscheiden. Die anderen Leutchen. So, den haben wir. Ja, den haben wir auch. So schlecht scheint unsere Waffe gar nicht zu sein. Rechts ist noch einer. Wir nehmen auch gerade ein, obwohl wir gar nicht da sitzen. Kommen gerade alle zur falschen Seite runter. Das können sie aber glauben. Oh! Ah, nicht schlecht. Ich habe das Gefühl auch, es sind sehr viele Aufklärer bei den Gegnern. Bei uns weiß ich es jetzt gar nicht so, aber beim Gegner finde ich... Ja, hier ist ein Dreieck, da ist ein Dreieck. Ist Dreieck Aufklärer? Ich glaube schon. Ja, ein paar sind dabei auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt rechts rum. Wenn alle links rum gehen, gehen wir rechts rum. Ist ja kein Problem. Ach scheiße, jetzt bin ich genau da, wo der ist. Dann treffen die mich natürlich auch. So, jetzt musste ich den ausschalten. Den wollte ich lieber ausschalten, bevor der mir zu weit rumkommt und meine Kameraden niedermetzelt.
Okay, jetzt nehmen wir wieder ein. Scheiße! Ich hab mir schon gedacht, dass da einer hinter mir ist, aber wie die zur Seite schießen, also das war ja nun natürlich extrem daneben. Aber ich bin eigentlich mit Grün dabei. Nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen hinterherhänge bei denen und die mich nicht richtig sehen können, aber die sind ja nicht so. Obwohl sie mich jetzt oft getroffen haben. Mist. Jetzt nehmen sie aber wieder C ein. Irgendwie sind die nicht schlecht, aber irgendwie kommen sie mir auch nicht gut vor. Also, ich glaube, wenn man das noch professioneller eingehen würde, wäre es noch professioneller. Also, ich versuche das jetzt nochmal, weil da oben ja jetzt keiner steht. So. Und wieder runter. Jetzt weiß der, dass ich da bin. So, haben wir auch noch kurz geschaltet. Ich Arschloch. Ich gucke noch, wo Leute sind. Zum Beispiel der hier. So, und wieder runter. Das können wir nicht lange machen, weil der andere gleich angerannt kommt. So. Ach Mist, den habe ich jetzt gar nicht getroffen. Scheiße. Oh, der weiß, wo ich bin. Kacke. Ist der tot? Oder ist der woanders? Hat sich der unsichtbar gemacht? Hat er sich unsichtbar gemacht? Ich weiß es nicht. So, warte mal. Haben sie den ausgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ich renne mal ein bisschen. Hoffentlich habe ich noch genug. Erst den hier. So. Boah. Oh. Was hier passiert? Ist unglaublich. Ich Arsch. Ich bin so ein Arschloch. Aber ich find's gut. Ich find's witzig. So. Die nehmen aber C ein. Das ist lustig. Wie machen sie denn das? So, die müssen eigentlich links spawnen. Ich bin jetzt noch arschiger als sonst. Wart's ab, wart's ab. Hey, aber wieso nehmen die denn C an? Was machen denn meine Kumpanen hier? Ich dachte, ich könnte hier jemanden noch ausschalten. Jetzt muss ich aufpassen, dass die nicht hinter mir spawnen. Wo sind die denn? Warum hält die denn eigentlich keiner auf? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe die doch eben alle ausgeschaltet. Wo sind denn meine ganzen Teamkameraden? Kann mir das mal einer sagen? Das ist echt nicht normal. Alter Falter. So, jetzt nehmen wir wieder zurück ein. Oder? Nee, auch nicht. Wir müssen noch eine viel... Oh, welche Eliminierungsserie hatten wir denn jetzt gerade? Alter, das würde mich so mal interessieren. Das muss ich nochmal im Video, muss ich das nochmal rekapitulieren. Oder kann man das hier nochmal irgendwo sehen? Eroberungen? Nee, ich glaube nicht. Schade. Ey, das war voll gut. Das war richtig gut. Also... Das ist der Aufklärer, gefällt mir immer besser. So, zurück ins Spiel. Die haben, obwohl sie jetzt C eingenommen haben, ich bin glücklich. Ich weiß nicht, einfach wenn man selber Erfolge feiert, irgendwie freut mich das sehr. So, zusätzliche Zeit, ich kann mich leider noch nicht unsichtbar machen. Ich versuche es hier nochmal, weil ich gerade gesehen habe, dass da sehr viele sitzen. Ich versuche nochmal meine Assi-Technik. Die habe ich doch gesehen. Oh, fuck. Ah, jetzt werden sie scharfschützerig. Jetzt wollen sie den Punkt so lange verteidigen, bis die Zeit abgelaufen ist. Aber ich sage nur mal so, wir haben noch 5 Minuten, um diesen Punkt wieder einzunehmen. Kein großes Ding. Ich hoffe, ich verwiege mich jetzt nicht zu sehr in Sicherheit. Oh, wir sind jetzt natürlich ein bisschen weit hinten. Jetzt hoffe ich mal, dass sie jetzt nicht noch D kriegen. Aber meine Teamkameraden, warum haben die denn die anderen nicht abgeknallt? Da können doch gar nicht mehr so viele auf dem Punkt gewesen sein. Die sind irgendwie ein bisschen zu vorsichtig, finde ich. Die müssen richtig hart rangehen. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass die mich hier abknallen, weil der Scharfschütze da ist. So, dann versuche ich es doch mal durch den Zug. Da ist aber keiner, oder? Ich höre zwar Schüsse, aber hier sitzen welche. Ich glaube nicht, dass da einer im Zug ist. Und im Zuge dessen gucke ich mich erstmal hier hin. So, schalte den erstmal aus. Oh, knapp, knapp, knapp. Knappe Kiste. Da ist noch einer.
Mist, ich wollte eigentlich nach rechts. Jawohl. Alter, die Waffe ist doch nicht so schlecht. Was hatte ich denn gegen die? Welche habe ich denn? Habe ich jetzt wirklich die eine noch? Das kommt mir fast so vor wie meine. Nö, das ist die, ne? Also vom Stoßtrupp kam die mir jetzt fast vor, aber... Das ist sie gar nicht. Lustig. So. Ich überlege gerade, wie ich meine Unsichtbarkeit jetzt am dümmsten einsetze. Am besten durch den Zu... Oh, D. D, D, D. Oh, nee, D. Okay. Komisch alles. Wo ist denn der Typ gewesen? Hat er den schon abgeknallt? Okay, wenn der von nach vorne läuft, dann wird er erst abgeknallt. So. Ich habe da eine Bewegung draußen gesehen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Jawohl. Boah, Alter. Bis wir den getroffen haben, hat er aber jetzt auch eben gedauert eine Weile. Ich deck dir den Rücken. Okay. Alter, knappe Kiste. Jetzt ist es schwer, das alleine zu decken, das ist fast unmöglich. Oh fuck. Fuck it. Alter, ich bin ganz alleine hier und keiner hilft mir. Fuck! Scheiße, aber ich habe ihn noch erwischt. Der hat mich nämlich gekillt, der wollte mich gerade töten und der andere kam dann auch um die Ecke. Oh, Alter, wie viel hast du gesehen, wie auf einmal alle aus den Säulen kam. Links einer, zwei rechts. Scheiße. Alter, ich will jetzt C wieder haben, sonst wird das nämlich, glaube ich, ein Unentschieden. Ich will das C wieder haben. Ich habe immer gesagt, die sind nicht so schwer, aber die sind in der Übermacht, finde ich, sind die gar nicht so schlecht. Sind beide eine Seite weniger. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht auf jeden Fall, aber ich finde die jetzt auch nicht so super gut. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir hatten auch schon in unserem Team jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die sind schlecht, aber irgendwie habe ich das Gefühl schon auch welche gehabt, die sind auch nicht schlecht gewesen. Oh, haben wir den erwischt? Ja, natürlich. Also so natürlich war das nicht, aber... Ah, der hat mich unten durch unter den Zug erschossen. Durch. Boah, der kann aber treffsicher schießen. Nicht schlecht, auf jeden Fall. So, wir versuchen jetzt noch einmal unsichtbar zu machen und den Punkt zu bekommen, weil es sind nur noch 22 Sekunden und eine Verlängerung rauszuholen, wenn ich mich noch unsichtbar denn machen kann. Das weiß ich halt nicht, ob ich das noch schaffe. Hoffe schon, dass das lang genug ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu früh gedrückt. Doch, ich glaube. Ich mach's nochmal aus. Lädt ja dann wieder auf, ein bisschen jedenfalls. Unsichtbar machen. Scheiße, er hat mich gesehen. Oh, okay, ist egal. Ist eh egal. Bester Spielermedaille in unserer Gruppe. Super. Medaille für die längste Eliminierungsserie. Ja, die nehme ich auch dankend an. Oh, wir haben 19 Eliminierungen und 9 Tode. Und es waren Unentschieden. Boah, krass, oder? Hey, muss ich schon sagen. Geile Runde. Richtig geile Runde. Super. Und die Waffe? Doch nicht so schlecht. Also, ich muss schon sagen, wir haben echt gut getroffen, oder? So, achso, nochmal hier so 200 RP dazu. Sie haben folgenden Erfolg abgeschlossen. Aufklärer-Qualifikation 1. Sie haben erhalten diesen Avatar, ja. Aber die benutze ich nicht so. Jetzt bin ich auch wieder Major 3. Ich bin ja letztes Mal abgestiegen. Jetzt bin ich wieder aufgestiegen. Und mein Avatar lasse ich ja hier, denn wählen Sie Ihren Avatar. Ich habe zwar mehrere hier. Aber den lasse ich hier, weil ich glaube, das ist der, den ich bekommen habe, weil ich schon das Spiel in der Beta gespielt habe. Und das so dieses... Also das ist, glaube ich, sehr selten, weil das hat, glaube ich, kaum einer. Seit der Beta schon. Echt cool.
Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Tschüss.